Bendorf ist eine kleine Gemeinde direkt hinter der Grenze zwischen Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Im Prinzip ein sehr grenznahes kleines Städtchen, knapp 1000 Einwohner und eine sehr nette kleine Gemeinde, wo nicht so wahnsinnig viel los ist. Gibt es einen Tischler, hier gibt es jetzt eine Brauerei und das war es, glaube ich, auch schon. Ich heiße Daniel Kramer. Ich bin tatsächlich erstmal vorrangig aktuell noch Lehrer am Gymnasium für die Fächer Englisch, Sport und Informatik und bin aber hier im Bendorfer Brauhaus zusammen mit Arne und Thün einer der drei Gründer und Mitgesellschafter und Besitzer und ich braue hier Bier. Also mein Name ist Arne Egerer, bin 45 Jahre alt, wohne jetzt seit 20 Jahren hier in Bendorf und betreibe diese Brauerei als einer von drei nebenberuflich aktuell noch und bin eigentlich ursprünglich bei Volkswagen Group Services angestellt und bin der Abteilungsleiter in der technischen Dokumentation. Also ich heiße Thomas Schönrock, bin hier ganz normal wie meine beiden anderen Kameraden auch ausführendes Organ. Wir brauen hier gemeinsam, das ist unser Hobby und wir hoffen, dass wir unser Hobby auch zu unserem Beruf machen können. Letztendlich hat es damit begonnen, dass wir mal mit einem Freund zusammen so einen Braukurs in Wippra gemacht haben. Also Wippra, das ist so eine, im Grunde eine Museumsbrauerei im Ostharz. Und da konnte man für ein paar Euro so einen Kurs buchen. Da sind wir hingefahren, haben das gemacht und waren also davon so fasziniert, dass wir also uns auch, also die Rohstoffe von denen haben schicken lassen, um dann das erste Mal selber eigenständig überhaupt Bier zu brauen. Im Verlauf der Zeit haben sie dann sich zunehmend professionelleres oder zunächst natürlich Hobby-Equipment, professionelleres Equipment gekauft. Als ich dazu kam, wurde das dann größer. Irgendwann war es ein 25-Liter-System, dass man mit einem Sud in einer Schicht von 6 bis 8 Stunden 25 Liter Bier rausbekommt. Es war immer zu wenig. Dann haben wir uns so eine 50-Liter-Anlage gekauft. Es war zu wenig. Also zwei 50-Liter-Anlagen. Es war immer noch zu wenig und irgendwann haben wir uns dann halt gesagt, okay, es ist immer zu wenig, wir müssen den nächsten Schritt machen. Wir brauen aktuell in Arnes Doppelgarage. Wir haben also seine Doppelgarage genommen, haben die Autos rausgeschmissen, haben die grundsaniert und haben dann eine kleine Mikrobrauerei reingestellt. Die Resonanz aus dem Freundes- und Bekanntenkreis war halt durchweg so gut, dass wir dann im Jahr 2019 beschlossen haben, okay, wir haben hier die Möglichkeit, diese Garage zu nutzen und die entsprechend umzubauen. Und haben uns entschieden, das einfach mal nebenberuflich zu probieren und auszutesten. Und inzwischen ist es halt so gut angelaufen, dass wir gucken, inwieweit wir uns entsprechend vergrößern können, das Ganze erweitern können, etc. Und das Schöne am Bierbrauen ist, oder eine der schönen Sachen am Bierbrauen ist, dass man das machen kann, ohne dass man dafür eine Qualifikation braucht. Also man muss natürlich brauen können, man muss das Ganze verstehen, man muss ein vernünftiges Bier brauen können, aber man braucht jetzt keine Ausbildung, man braucht keinen Meister dafür. Das ist bei der Schnapsbrennerei meiner Meinung nach anders. Das ist also eins der wenigen Gewerbe in Deutschland, die man betreiben kann, ohne dass man dafür einen Meister braucht. Und das hat sich angeboten, weil keiner von uns ist Braumeister, zumindest noch nicht. Das ist vielleicht in der Zukunft mal eine Option, das nochmal nachzuschieben. Aber wenn wir irgendwas brauen wollen, dann muss das Bier sein, weil für alles andere brauchen wir einen Meister. Also wir haben die Kapazität tatsächlich 4000 Liter Bier im Monat zu produzieren, schaffen aber aktuell aufgrund der Zeit ungefähr 2500 Liter Bier im Monat. 4000 Liter ist für einen Hobbybrauer extrem viel, für eine etwas größere Brauerei ist das nichts. Also für eine größere Brauerei ist es tatsächlich so, wenn die ihre Tanks reinigen, dann kippen die auch mal 1000 Liter einfach in den Gulli. Das heißt also, das ist bei denen marginal. Also das ist nicht zählbar, das sind einfach, das ist wie, ich wasche mal hier die Dusche kurz aus oder irgendwas, das ist völlig uninteressant. Für uns ist das natürlich zurzeit, zählt jeder Liter. Ne, darum sehen wir auch zu, dass wir machen, bei uns ist alles handcrafted. Bei uns gibt es nichts irgendwie, kein Verschneiden. Wir machen alles genau so, wie Bier ursprünglich eigentlich produziert wurde. Aber um es mal in reinen Stunden auszudrücken, wenn wir uns alle dreimal zusammennehmen, 70, 80 Stunden in der Woche werden das aktuell sein.
Darüber hinaus hat natürlich jeder irgendwo sein Aufgabengebiet. Ne? Dadurch, dass ich einen kaufmännischen Hintergrund habe, kümmere ich mich um die ganze Abrechnung, um Wareneingänge, um Bestellungen, um Rechnungsprüfungen, Rechnungsversand. Mein Spezialgebiet liegt vielleicht im Bereich Reinigung, Hygiene, ein ganz wichtiger Bestandteil. Ne? Die Tanks müssen nach Lebensmittelvorschriften gereinigt werden. Das Sudhaus muss nach vernünftigen Vorschriften gereinigt werden. Das können die anderen beiden auch, aber das habe ich sozusagen mir auf die Fahne geschrieben, erstmal rauszufinden, wie geht das alles vernünftig. Ich bin mehr so der Techniker. Das heißt also, wenn irgendwelche Sachen sind, ne, so handwerkliche Dinge, das mache ich dann halt. Also im Grunde, das ist eigentlich perfekt. Wir ergänzen uns, was das betrifft. Zufälligerweise passt es halt. Also es war, ist reiner Zufall, aber es passt wirklich echt sehr gut. Ich selbst habe, bevor ich Lehrer war, als Mediengestalter gearbeitet und habe dadurch so ein bisschen ein Feeling für die Webseite, für das Gestalten unserer Etiketten, unserer Bierdecke, diese ganzen Grafiksachen, die eben leider anfallen. Und so ergänzen wir uns ganz gut. Aber was das Brauen und Abfüllen angeht, sind wir alle schon gleich aufgestellt. Viele aus dem Freundesbekanntenkreis, die haben halt irgendwelche Cola-Bacardi-Mischungen getrunken. Das war nie unser Ding, sondern wir sind immer Biertrinker gewesen. Auch heute leidenschaftlich, sage ich mal. Also ich probiere, wenn ich irgendwo in fremden Ländern in der Welt unterwegs bin, versuche ich möglichst viele Biersorten da auch zu testen. Ja, und so ist das irgendwo ein Selbstläufer gewesen. Ne? Das, was man selber gerne trinkt, ist natürlich dann auch am naheliegendsten irgendwo herzustellen in Eigenregie. Und so ist es dann zum Bier gekommen. Geschmäcker sind ja sehr unterschiedlich und jeder hatte so seinen eigenen Biergeschmack. Was wir irgendwie erreichen wollten, war so eine Mischung zwischen Norddeutschland und Süddeutschland. Also so, wir wollten irgendwie was dazwischen. Wir trinken also nicht gerne ein total herbes Pilz und wir trinken aber auch nicht gerne so ein super süffiges Münchner. Wir wollten irgendwas dazwischen machen. Dass es halt in traditioneller, handwerklicher Weise hergestellt wird. Also in einer Großbrauerei ist wichtig, dass es die gibt, aber die stellen natürlich letzten Endes ein Einheitsgetränk her, ja, wodurch verschiedene Verschneidungen dann immer exakt der gleiche Geschmack und das gleiche Bier dann auch hinten rauskommt. Und da ist halt alles irgendwo standardisiert. Die Brauleute sitzen eigentlich nur noch vorm Rechner und kontrollieren über Computer den Brauprozess. Ja, und hier ist es halt gänzlich anders. Hier ist wirklich alles noch reine Handarbeit. Unser Bier macht besonders, dass es ungefiltert und naturtrüb ist und dass es also unbehandelt ist. Das führt zum einen dazu, dass eine ganze Menge Inhaltsstoffe, die man in einer Großbrauerei nicht mehr im Bier hat, weil die einfach rausgefiltert werden, dass wir die drin haben. Das macht einen sehr vollen Geschmack. Aber es ist ja handwerklich produziert in einer kleinen Mikrobrauerei von drei Jungs, die da Bock drauf haben. Und ich glaube, es schmeckt einfach großartig. Also aktuell ist die Situation halt die, dass alle, die unser Bier haben möchten, sich 5 Wochen gedulden müssen. Entsprechend im Internet Vorbestellungen anstoßen müssen, weil wir einfach die Kapazitäten nicht in der Form erfüllen können, wie sich es über die Nachfrage ergibt. Ja, und dann ist es natürlich naheliegend. Klar haben wir ursprünglich mal gesagt, wir machen das im Nebenerwerb. Nur wenn die Nachfrage derart groß ist, dann muss man irgendwo zusehen, ob man auf das Pferd dann nicht auch aufspringen sollte. Und dementsprechend sind wir aktuell in Planungen hier in Behndorf auf einem Grundstück, was uns die Gemeinde zur Verfügung stellt, eine neue Industriehalle hinzustellen, eine komplett neue Brauanlage inklusive Gärkeller zu kaufen. Und das Ziel ist dann später, dass wir zwischen 8.000 und 10.000 Liter in der Woche herstellen. Wir haben bei den ersten beiden Verkaufstagen festgestellt, dass die Leute wie bekloppt in der Langschlange vor der Brauerei standen, was dazu geführt hat, dass wir Leute teilweise nach Hause schicken mussten ohne Bier, sodass wir dann nach 2 Versuchen, das so zu machen, angefangen haben, das Ganze auf Vorbestellung zu machen. Das heißt, wir haben auf der Webseite der Brauerei www.behndorfer.de haben wir immer freitags ein Vorbestellungsformular, wo das aktuelle Kontingent für den Verkaufstag in 2 Wochen vorbestellt werden kann, wo dann die Leute draufgehen. Dann gehen Bestellungen ein. Es geht unterschiedlich schnell. An manchen Tagen ist das Kontingent nach 2 Minuten weg, an anderen Tagen dauert es auch mal 10. Also man muss fix sein. Und dann kommen die Leute 2 Wochen später hierher, sagen, hallo, ich habe Bier bestellt auf den Namen so und so. Und dann kriegen sie ihre Kiste, bezahlen das hier bar und nehmen sie mit nach Hause.
der nächste Schritt, wo wir, also da, wo wir hinwollen, das wäre natürlich, das ist eine Nummer, das ist dann nicht mehr easy und auch nicht mehr lustig und spaßig und witzig. Also das ist dann eine ganz ernste Geschichte, weil wir reden dann also auch von einem insgesamt, von einem Investitionsvolumen von ca. 1 Million Euro. Ne? Und da hört dann irgendwann auch der Spaß auf. Also der Spaß bleibt zwar da, aber das ist dann schon eine ernste Geschichte. Das ist dann nicht mehr so, ach, heute machen wir es mal und morgen, weiß ich noch nicht. Das muss man, also man muss das tatsächlich wollen. Letztendlich ist es trotz allem ein Traum, den wir versuchen zu realisieren, ja. Also es ist ein Traum, den wir versuchen zu realisieren, genau. Das ist aktuell unser Ziel, dass es so wird. Und wenn wir diese Mengen, die ich eben genannt hatte, dann wirklich auch wöchentlich in den Verkauf bekommen, dann ist es auch durchaus möglich, dass wir zu dritt davon hauptberuflich leben. Ja, wir wollen das hochskalieren, weil der Plan langfristig ist, dass wir das hauptberuflich machen. Und das können wir nur, wenn wir eine Größenordnung haben, in der wir eben dann deutlich mehr Bier verkaufen, als wir es aktuell können, weil wir einfach die Mengen nicht produzieren können. Also das ist eigentlich das, was uns total Spaß macht. Und wenn ich damit also mein Geld verdienen könnte, dann wäre das fantastisch. Ne? Das geht uns dreien so, tatsächlich. Ich denke mal, wenn man beruflich etwas gefunden hat, wo man Spaß dran hat, ist das sicherlich ja, das Beste, was einem passieren kann. Natürlich merken wir auch inzwischen, ich hatte ja vorhin mal so die Stundenzahl zum normalen Job im Einhergang mit Familie genannt, auch das wird irgendwann Stress. Ja, und auch das Hobby, was man zum Beruf macht, ist halt irgendwann nicht mehr das Hobby, sondern der Beruf. Und das relativiert sich natürlich schnell. Wir gehen davon aus, dass wir im Frühjahr nächsten Jahres mit der Umsetzung dann, was den Bau angeht, starten können. Aktuell natürlich schwierig aufgrund der Corona-Situation. Es verschiebt sich dadurch alles nach hinten. Aber wir denken, dass wir dann Anfang 2023 in der neuen Brauerei dann loslegen können. Hier gab es halt diverse Schwierigkeiten, überhaupt hier dieses Handwerk ausüben zu können. Weil eigentlich ist es so, dass das hier, das war mal so ein Gewerbemischgebiet, der Papenweg, die Straße, die hier hoch und runter geht. Und da hinter uns aber der Acker, irgendwann 1992 hat sich das Dorf überlegt, oder der Gemeinderat vielmehr, wir machen daraus vielleicht ein Baugebiet. Wurde im Zuge dieser ganzen Umschreibung, der Papenweg war auf einmal kein Gewerbe- oder Mischgebiet mehr, sondern ein reines Wohngebiet. Das heißt also, im Grunde dürften wir dieses Gewerbe hier so gar nicht ausüben. Das heißt also, wir haben ewig gebraucht, ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr, um überhaupt die Genehmigung zu kriegen, da in der Garage das Bier herzustellen. Es kann immer mal passieren, dass man irgendein Problem dabei hat beim Brauen oder beim Abfüllen. Irgendwas, es kann was passieren, aber letztendlich versuchen wir, unser Bestes zu geben. Ja, ist halt so. Also was man alles nicht darf, ist schon echt extrem. Mhm. Ja? Vor allem bei Lebensmitteln generell. Ne? Genau. Das ist halt, also wir müssen also auch tatsächlich, also wir brauchen für alle Rohstoffe, die wir benutzen, das heißt das Malz, den Hopfen, brauchen wir Chargennummern. Wir müssen das alles aufschreiben, damit, falls irgendjemand irgendwann mal kommt und sagt, hier, da hatte ich aber irgendwie, keine Ahnung, da hatte ich Durchfall, dann muss das irgendwie nachvollziehbar sein, über das Gesundheitsamt, über unsere ganzen Listen und diese ganzen Mist, den wir da führen, war das denn, könnte es denn von unserem Bier her rühren? Wenn es nur einer war, dann wahrscheinlich eher nicht. Aber das müssen, also das muss alles nachvollziehbar sein, bis, also im Grunde da, wo es hergestellt wurde. Ist schon echt ganz fies. Also ist echt fies. Nein, wirklich. Weil, also das ist auch die einzige Sache, die uns manchmal, ich meine, gut, mittlerweile wissen wir das alles, aber die uns manchmal auch schon so ein bisschen den Spaß genommen hat. Ne? So, oh, ja, aber die Nachvollziehbarkeit, ne, bis hin zum irgendwas, das muss halt sein. Geht nicht anders. Ja. Nicht, wenn es einfach nur selber trinkst, kannst du machen, was du willst. Aber wenn du es verkaufen willst, dann ist das gleich eine völlig andere Nummer. Ne?
Also ich habe hier zum Beispiel so ein Polohemd mit Behndorfer drauf. Das war für uns erstmal grundsätzlich, damit wir unsere, das ist unsere Arbeitskleidung. Wir hatten so Caps und unsere Kunden sind dann auf uns zugekommen und haben gesagt, ja, wieso gibt es denn, habt ihr nicht mal hier so ein Polohemd oder irgendwas mit einem Behndorfer drauf oder eine Mütze oder irgendein Beanie oder irgendwas? Und wir so, hä, was? Ja, Mensch, ich hätte auch gern so ein Ding. So, und dann und erst danach sind wir da drauf gekommen, okay, dann müssen wir mal gucken, ne, da wo wir unsere Dinger bestellt haben, die Leute wollen sowas anscheinend haben, dann bestellen wir sie, dann machen wir ein bisschen Merchandising. Merchandising nenne ich das ja auch, weil ich das, ne. Also ich habe die ganzen Grafikarbeiten umgesetzt tatsächlich, entschieden haben wir das natürlich gemeinsam und auch überlegt gemeinsam. Ich habe dann meistens Entwürfe einfach gemacht zu Hause, habe die mitgebracht, habe die ausgedruckt, wir haben entschieden, haben Veränderungen überlegt. Zum Logo lässt sich sagen, dass in der Mitte des Logos das Wappen der Gemeinde Benow zu sehen ist. Benow ist eine alte Salzbergwerkstadt oder ein, gab hier und gibt hier nach wie vor ein Salzbergwerk. Und das Logo hat eben Hammer und Schläge aus dem Bergbau. Und es war unser Wunsch, einfach was Regionales zu machen, von der Region für die Region. Ich finde es auch witzig, wenn ich einen mit einer Cap sehe, wo Behndorfer draufsteht, finde ich ganz lustig. Ne? Hätte ich mir vor ein paar Jahren so nicht vorstellen können. Und das ist tatsächlich so, die kaufen dann das Bier, kaufen das Glas und schicken, wenn sie dann abends zu Hause sitzen, einen Post. Über Facebook, über Twitter, am Grill, dann steht da das, die Flasche Behndorfer schön ins Glas gefüllt, im Hintergrund der Grill oder dies oder das. Finden die gut. Mögen die, finde ich auch gut, also gefällt mir. Wenn jemand, der eigentlich nicht gerne Bier trinkt und das Bier probiert und mir dann sagt, also eigentlich mag ich ja nicht so Bier, aber das finde ich ganz lecker, das ist für mich also schon mal ein absolutes Highlight. Persönliche Highlights haben wir hier auch ab und zu, und zwar wenn so ein großer Gärtank dann ankommt, so ein 1000 Liter Tank, da denkt man sich auch so, wow, das ist ja mal echt abgefahren, ne, weil das ist halt einfach so, und dann steht das Ding hier und dann denkt man sich so, alles klar, okay, damit geht's jetzt los, okay. Es war immer wieder freitags, wenn wir hier um 14 Uhr unseren Rohverkauf starten, also sprich die Kundschaft ihre bestellten, lange bestellten Kisten abholt. Und ja, wir durchgehend positives Feedback bekommen, sich die Leute freuen, dass sie wieder eine Kiste ergattert haben, dass es inzwischen etliche Stammkunden gibt, die jede Woche hier ihr Bier wegholen und sagen, ich trinke nichts anderes mehr. Und das motiviert natürlich jede Woche wieder aufs Neue. Ja, und deshalb kann ich für mich persönlich gar nicht sagen, das ist jetzt der Punkt gewesen, das war für mich das Highlight. Solange das konstant so bleibt am Freitag, das ist für mich eigentlich so ein immer wiedergehendes Highlight. Mein persönliches Highlight war aber tatsächlich, als bei der Feier zum 30-jährigen Jubiläum der Wende hier im Saal, auf dem Saal in Behndorf, unser Bier das erste Mal eine große Menge offiziell ausgeschenkt wurde und wir in dem Saal mitsaßen als geladene Gäste und die Bedienungen rauskamen mit unserem Bier auf den Tabletts, in unseren Gläsern, das vor die Leute gestellt haben, auf unsere Bierdeckel, und wir das getrunken haben und noch eins bestellt haben und noch eins bestellt haben und einfach sich gezeigt hat, wow, unser Bier kommt bei den Leuten tatsächlich an. Das live zu erleben, also doch, das ist definitiv mein Highlight gewesen, zusätzlich zu dem ganzen anderen Zeug. Ja, stimmt, das war auch ganz gut. Als wir anfingen hier mit dieser Brauerei und das langsam wuchs und wir Kontakt auch mehr zu Behndorfern noch hatten als vorhin schon, hat sich herausgestellt, dass in Behndorf mehrere Leute leben, die Erfahrung als Mitarbeiter in Brauereien haben. Das haben sich Leute gelernt, die sagen, ich habe früher Brauer gelernt und habe in der Brauerei jahrelang gearbeitet. Da hat sich eine Person gemeldet, die hat, also er hat weltweit Flaschenabfüllanlagen installiert und gewartet. Und der sagte, wenn ihr mal Hilfe braucht mit einem Flaschenabfüller, ich komme rum. So. Und das, damit habe ich nicht gerechnet. Das ist ja krass. Ja. Ja, das war ganz witzig zu sagen, der ist inzwischen aufgeregter, das Ding zum Laufen zu kriegen, als wir. Genau. Ja, also der freut sich wie ein kleiner Junge und das ist natürlich perfekt. Ne? Gerade alte Maschinen, wenn du da jemanden im Ort hast, der dafür brennt, der da Bock zu hat, den du nur anrufen musst und 5 Minuten später steht er dir ja, tatkräftig zur Seite,
Besser geht's natürlich nicht. Also ich glaube, was mir am meisten Spaß macht, ist tatsächlich das Brauen selbst. Ja. Das ist einfach so. Das ist einfach wirklich eine coole Sache, die Spaß macht, aus den Rohstoffen, aus dem Malz, aus dem Hopfen, aus der Hefe in diesem Prozess Bier zu brauen. Das macht einfach am meisten Spaß. Nun, letztendlich ist es tatsächlich so, dass Bier entspricht halt unserem Geschmack. Das heißt also, wir trinken es, also wir haben es so weit verfeinert, dass es uns, genauso wie es jetzt ist, ist es für uns sehr lecker. Wir trinken es täglich, wir würden es immer trinken. Und das ist halt der Vorteil, und dass es dann natürlich dementsprechend von so vielen Leuten auch angenommen wird. Das heißt also, dass wir irgendeinen Geschmack getroffen haben, den es so noch nicht gab, ist natürlich bestärkend auch noch weiterhin, das so zu machen. Also eine Sache, mit der ich nicht gerechnet habe, ist, was für einen unglaublich starken Zusammenhalt es in der Kleinbrauereigemeinschaft in Deutschland gibt. Mhm. Wir hatten einmal das Problem, dass wir im Brauen waren und festgestellt haben, wir haben den passenden Hopfen nicht mehr. Also haben wir bei einer Kleinbrauerei in Braunschweig angerufen, die haben den gleichen Hopfen, verwenden auch teilweise den gleichen Hopfen, konnten wir hinfahren, konnten uns Hopfen für den Tag holen. Wenn wir Fragen haben zur Flaschenabfüllung, wann immer wir Kontakt zu anderen kleinen Brauereien haben, zu anderen Brauern haben, ist das immer super positiv. Und ich hatte tatsächlich eher mit so einem Konkurrenzgeschehen gerechnet. Ja, das Gegenteil ist der Fall. Alle finden es super und nehmen uns nicht als Konkurrenz wahr, sondern freuen sich, uns unter die Arme zu greifen. Das finde ich total super. Wir haben ganz viel von Hilfe gesprochen, ganz viel davon, dass uns Behndorfer und die Gemeinden, die Politik unterstützt. Wir sind alle drei verheiratet und alle drei Familien mit Kindern. Und das kostet wahnsinnig viel Zeit und Energie, dieses Projekt ja am Laufen zu halten und vielleicht auch noch weiterzuentwickeln. Die Unterstützung, die wir von unseren Familien kriegen, vor allem von unseren Frauen, die quasi sagen, mach das mal, die ist natürlich die allerwichtigste. Und dass wir die haben, da bin ich extrem froh drüber. Ja, ansonsten wäre es zum Scheitern verurteilt. Würde nicht gehen sonst, über die muss nicht gehen. Ja, sonst hätte sich das schon erledigt. Davon kann man ausgehen.